sind wir wieder bei Scrap Mechanic oder Scraps Mechanics oder Scrap Mechanicers. Oder ich hab's komplett vergessen. Und ja, die Kiste, ihr könnt euch vielleicht noch dran erinnern, die ging ab wie Schmidts Katze. Und was ich mich jetzt gerade frag, man kann sie auch wieder umdrehen. Aber was ich mich frage, kann ich dieses Teil wieder da dran bauen? Ja, oder ich kann es auch einfach in Luft auflösen. Fakt ist, wir bauen etwas Neues, weil diese ganze Scheiße hier ist einfach nur Bullshit. Ich möchte mich jetzt auch mal ein bisschen davon entfernen. Nicht, dass mir jemand anhängen kann, was für ein Müll ich da gebaut habe. Dann gehen wir mal auf die andere Seite von diesem riesigen Tampon. Hier, das sieht doch perfekt aus. Das ist eine wunderschöne Straße. Da bauen wir unsere Karre. Und zwar habe ich heute erstmal wieder nichts Besonderes vor. Noch nicht. Ich muss mich ja erst an das Spiel gewöhnen. Hey, komm, wir machen mal so eine Art Formel-1-Wagen. Wenn das klappt. Ja, ich muss mir erst an das Spiel gewöhnen. Und kann nicht gleichzeitig reden und bauen. Nein, Spaß. Was wollte ich denn sagen, verdammt nochmal? Ich will nichts Besonderes bauen, weil ich muss mir an das Spiel gewöhnen und... Und ich habe den Faden komplett verloren. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Dann sage ich einfach was anderes. Wie geht's euch? Mir geht's gut. Ja. Sieht das noch aus wie ein Formel 1 Auto? Ja, im entferntesten finde ich schon noch ein bisschen. Also jetzt lasst mich mal überlegen. Die Dinger müssen hin. Nein, 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 nein. Nicht so. Nicht so. Ach Quatsch, da muss ja der ganze Block wieder weg. Nein, der nicht. Der darf da bleiben. Schwupp. Schwupp, da wupp. I'm a fire in my laser. Und nein, ein Formel 1 Auto lenkt natürlich nicht hinten. Oh. Oh. Ich glaube, in Minecraft platziert man doch mit dem Rechtsklick, oder? Ich weiß es nicht mehr so genau. Und das kommt hier voll durch. Ich klicke andauernd mit rechts. Genau, die müssen weg. Wenn ich jetzt den wegmache, dann fällt das einfach runter. Hier brauchen wir Lenkknubbel. Alt! Hier und hier. Und hier und hier. Und im... Hatte ich hier nicht schon Räder? Und im Prinzip war es das fürs Erste, also für den Moment. Ich will jetzt einfach nur mal was Funktionierendes, Fahrendes haben, was aber auch gut fährt. Damit ich mal ein bisschen mir die Map anschauen kann. Also, ihr werdet natürlich noch viel coolere Sachen von mir sehen. Also, das ist Power, das ist Power. Das ist Power. Und das ist Power. Und das ist Lenken. Und das ist Lenken. Die Richtung passt, das werden wir dann feststellen. Die passt auf jeden Fall nicht. Jetzt passt sie. Die passt. Dann passt jetzt alles. Hier bin ich jetzt auch mal ein bisschen vorsichtiger. Da gehen wir jetzt mal in die Mitte erst. Ich muss den Lift removen. Boah. Hey, halt! Nein! Nee, oder? Bitte bleib jetzt an dem Baum stecken. Ey. Oh, ich hab's einschlagen hören. Und das...
Ups. Nein! Bleib. Ja, danke. Wow. Wieso fährt das von allein los? Wieso habe ich keinen... Wieso kann ich den Motor nicht steuern, verdammte Scheiße? Ich muss mir jetzt mal kurz hier die... hier reinstellen, dass die Karre nicht mehr weiterfährt. Erstmal stimmt die Lenkachse nicht. Jetzt habe ich das Rad verstellt. Dann, wieso habe ich keinen... Ach, drum habe ich keinen Zugriff auf die Power. Okay. So, aber jetzt tuckert er so. Okay. Geben wir mal ein bisschen Stoff hier. Das ist cool, weil wenn ich jetzt... Wow, wenn ich jetzt Gas... Nein! Wenn ich jetzt Gas gebe, überschlägt er sich sofort. Jetzt machen wir einfach vorne ein... Ja, machen wir noch ein bisschen Gewicht. Wie gesagt, das ist erst das erste provisorische Auto, ne? Ihr wisst Bescheid und hier geht's noch um nicht viel. Ich möchte einfach nur mal was haben, was fahren kann. Nein, nicht noch mehr Gewicht nach hinten. Ich brauche vorne Gewicht. ich plack mal vorne im Motor hin. Einfach nur aus... Ach! Aus Gewichtsgründen. Jetzt schaut es aus wie ein Traktor irgendwie. Bringt nix. Vielleicht muss ich da noch ein paar Motoren draufstellen. Kann ich nicht. Na gut, dann weniger Power. Also wenn man sachte beschleunigt, dann geht das. Kann ich das jetzt... Ah! Kann ich das jetzt mit dem Controller steuern? Nein. Geht das irgendwie? Das wäre mega lustig, weil das bietet sich ja mega dafür an. Nee. Ah. Nein. Wie kann ich das jetzt wieder rauslöschen? Gar nicht. Ah, jetzt ist irgendwas... Wie kann ich das löschen, verdammte Axt? Hm. Naja gut, lassen wir es nicht hier. Das wäre noch was, wenn das mit dem Controller sich jetzt steuern lassen würde. Das wäre übergeil. Okay. Da muss ich... Hey, Hammer. Hammer. Warum haut der Hammer nicht? Ah, okay, ich habe die linke Maustaste jetzt. Machen wir einfach den hier. Und dann geht das wieder. Na! Ja! Ja! Machen wir hier einfach mal. Wie so eine Art 1, 2, 3, 4, 5. Stützrad hin. 1, 2, 3, 4, 5. Einfach damit die nicht mehr so leicht umfallen kann. Meine nächste Frage ist, wie viele Räder kann ich an einen Motor anschließen?
Okay. Wow. 5 Räder. Das ist ja total behindert. Wieso eine ungerade Zahl für etwas, wo man eigentlich immer eine gerade Zahl braucht? Ja, das ist pervers. Aber die sind ja nur da, dass ich nicht umfall. Holy shit, geht das Ding ab. Eieiei. Eieiei. Ich muss noch etwas verfeinern. Nämlich, nein. Ja. Dann machen wir einfach mal nur Räder hin. Was für den... Ach! Für den Fall, dass ich wieder umfall. Ach! Scheiß Minecraft-Gewohnheit. Angewohnheit. Also ich weiß, die werden sich wahrscheinlich nicht drehen, aber einfach nur als Sicherheitsgefühl. Und die versauen mir mega das Handling irgendwie. Was ist das? Okay, die versauen mir extremst das Handling. Ja. Dann... Adios! Fallen die jetzt dann runter? Ja. Alter. Was macht denn da diese gruseligen Geräusche? Oh, Geronimo! Nice! Nein, nicht da festbanken. Nein. Und warum? Nein, 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 nein. Ach. Kruzi Fünferl. Ja. Das ist jetzt so klar, wenn ich das Ding nicht mehr umgedreht bekomme. Liebeshandbuch. Bitte helf mir. Okay, das Ding verstehe ich nicht. Das gibt's irgendwie noch nicht. Oder ich find's nicht. Lift. Ach, den Lift kann man doch an einem fertigen Auto verwenden. Picking up loose objects. Links. Aha. Das probiere ich mal. Das ist soweit klar, das ist soweit auch klar. Was ist das? Was will mir das hier sagen? Okay, die Knöpfe gibt es hoffentlich auch noch nicht. Engine ist auch bis jetzt klar. Thruster, geil. Trigger, geil. Controller, geil. Fragezeichen, geil. Wie war das hier? Den da? Aha, jawoll. Geil. So kann man also seine Fahrzeuge retten. Cool, danke. Bei wem habe ich mich jetzt bedankt? Schauen wir uns mal noch ein bisschen um. Hier sind überall solche Sprungplattformen. Was ist jetzt passiert? Nichts, okay. Lenk halt. Er lenkt irgendwie nicht mehr so, wie er soll. Was besagt der Zaun dahin? Ist so das Level zu Ende? Schaut ganz danach aus. Ja. Da ist Ende im Gelände. Na gut. Dann werden wir zur Feier des Tages nochmal abheben. Bitte um Starterlaubnis. Houston. Wir.
Eieiei. Gibt's jetzt keine geschicktere Möglichkeit, als das die ganze Zeit so wieder aufzurichten? Komm, machen wir noch einen Groovy Jump hier. Ja, Attacke! Bam. Wow. Mega groovy. Okay, dann war's das für heute. Wenn ihr den habt, oder was heißt, wenn ihr den habt, schreibt mir einfach mal in die Kommentare, ob man rein theoretisch auch Fluggefährt-Dinger machen kann mit den vorhandenen Mitteln, weil ich sehe jetzt keine Truster, vielleicht. Nein, oder? Okay, ich habe mir wieder meine Frage beantwortet. Ach du Scheiße. Federung, geil, Alter. Lichter, es gibt schon alles. Okay, Leute, haltet euch fest, das nächste Fahrzeug wird krass. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Wishing.